Und ich flieg, 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 wie ein Flieger, bin so stark, stark. Wir haben vielleicht noch das eine oder andere Foto im Album Prinzessin, Indianer oder Clown. Im Hintergrund die Kulisse des Konzerthauses in Klagenfurt. Der Kindermaskenball der Stadt Klagenfurt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Vor kurzem hat dieser wieder stattgefunden, doch zum wievielten Male? Den gibt es schon ewig, muss ich ganz ehrlich sagen, also schon über Jahrzehnte. Und wir halten an dieser Tradition auch fest. Und es ist ganz ein netter Maskenball für unsere Kinder der Stadt Klagenfurt. Und sie riechen sich so toll her. Da kennen sie eigentlich das Leben von dem, was sie immer träumen, zum Beispiel Prinzessin oder Cowboys und so weiter. Da wird das verwirklicht, das gehört einfach dazu zum Leben. Und es ist eine gesellige Veranstaltung. Die es übrigens ganz genau seit 52 Jahren gibt. Und auch das Stadtoberhaupt schwelgt in Erinnerungen. Unser Kinderfasching hat, glaube ich, die größte Tradition schon und ist einfach für alle jungen Menschen ein Traum, wie für die Eltern einfach eine fixe Institution, ein fixer Termin. Und jeder, der als Erwachsener da ist, kann sich, glaube ich, zurückerinnern, dass er als Kind da war. Und in diesem Jahr können wir den Fasching auch besonders lange genießen. Geht er doch bis Anfang März. Vorteil oder Nachteil? Ja, wenn er lang ist, hat es einen Vorteil, einen Nachteil. Die Veranstaltungen sind ein bisschen gezogen. Das heißt, es sind nicht so viele Parallelveranstaltungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man relativ lang ins Frühjahr rein noch Fasching hat, wo draußen schon sehr schön ist. Aber sind wir froh, dass wir den Fasching so schön feiern können in Kärnten. Nach mehr als einem halben Jahrhundert Kindermaskenball im Konzerthaus haben sich zwar die Besucherinnen und Besucher ein wenig verändert, die klassischen Verkleidungen hingegen sind aber geblieben. Cowgirl, du hast ein blaues Auge. Ja, das hat mir die Mama geschminkt. Warum? Weil ich eine Rauferin bin. Als Vampirin. Als was? Als Vampirin. Warum Vampir? Naja, irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's irgendwie cool gefunden. Robin Hood, oder? Oder doch etwas Neueres? Ich bin die Claudine Wolf von Wolf die Tochter. Wer ist denn das? Von Monster High ist das. Was ist Monster High? Monster High sind so wie Barbie-Puppen, nur sind Monster. Und mit Monster-Barbie-Puppen, Zuckerwatte und Krapfen fand der Kindermaskenball 2014 noch einen lustigen Ausklang. Heidi, so ein schöner Tag. La, 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 la. Heidi, so ein schöner Tag.